Ja Leute, ganz herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario Galaxy 2. Es geht weiter mit unserem Raumschiff zur nächsten Galaxie, wobei, nicht ganz, mir fällt gerade ein, es fehlt hier glaube ich noch ein Stern, oder? Stimmt, da haben wir beim letzten Mal ja den Sonderstern geholt, also den Extringer. Der von der eigentlichen Mission, den haben wir gar nicht geholt, sondern da kam ja eine kleine Müllmission dazwischen. Wobei, die war jetzt nicht so sonderlich schwer versteckt. Ich meine, jeder, der diese Röhre gesehen hätte, wäre wahrscheinlich da reingegangen und somit, ja, das war jetzt das wenigste Problem. Ja, die eigentliche Mission mit der Schwerkraft haben wir somit gar nicht erfüllt. Das holen wir jetzt ganz kurz mal nach. Und an der Stelle, ich habe das auch beim Schneiden gesehen. Genau da hinten rechts, man sieht das tatsächlich schon. Ich habe das ursprünglich gar nicht gesehen, erst beim Schneiden ist mir das aufgefallen. Relativ krass eigentlich, aber ja, das heißt, ich sollte in Zukunft auch ein bisschen mehr drauf achten, ne? Was die Umgebung angeht und vor allem was den Hintergrund angeht. Ja, wenn man solche Hinweise bekommt, das könnte sich auch für, ich sag mal, zukünftige Galaxien sehr nützlich sein. Ja, so weit bin ich in der Level gar nicht gekommen, also da oben müsste schon die Röhre gewesen sein, so ist es. Genau, an den Kollegen kann ich mich erinnern. Stimmt, lol, ich hätte das sogar anders in die Röhre reingehen können, oder? Wäre sich das mit einem Rückwärtssalto hier ausgegangen? Tatsächlich. Ist ja richtig geil. Beim letzten Mal habe ich ja noch den Schalter umgelegt gehabt. Autsch. Gut, das war ein bisschen dumm. Na egal. Machen wir so, wie es sich gehört. Okay, hier muss man aufpassen. Nicht zu hoch springen, weil sonst... Ich sehe da unten schon das schwarze Loch. Das könnte gefährlich sein. Es gab ja auch so eine ähnliche Galaxie im ersten Teil. Und zwar war das, glaube ich, sogar die Boss-Galaxie. Da habe ich ursprünglich nie verstanden, wie dieses ganze Gravitationsding hier funktioniert. Nicht schon wieder, ey, Alter. Ich lasse mich gerade von allem treffen, was nur geht. Komm her da. Jetzt ab... Was? Verstehe ich das? Ach so. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ja, tatsächlich, Alter, bin ich blöd eigentlich. Ich hätte vorher Drehattacke machen sollen. Gut, dass ich da drauf gekommen bin. Ey, das wäre richtig peinlich gewesen, an dem ich sterben. Ja, es ist halt immer wieder unterschiedlich. Ich meine, in 3D World, wir wissen es alle, da wird es gehen tatsächlich. Aber ja, wir spielen halt nicht 3D World. Bei manchen Sachen bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, da bin ich einfach gewohnt, drauf zu springen, dass das funktioniert. Umso überraschter war ich jetzt gerade, dass es nicht funktioniert. Hier, ja, hier ist wieder ein Schalter, ich wollte es gerade sagen. Jetzt kann ich den Kerl hier auch klatschen. Schade, dass es nicht von selbst umdreht. Wäre auch ein bisschen zu einfach, glaube ich, sonst. Der Gegner muss ja irgendwie herausfordernd sein. Wo soll ich? Ah, warte mal, ich hole mir das Teil da noch. Also das ist nur Münzblock. Ja, Münzen haben mittlerweile auch schon einige gesammelt. Ich glaube, Stand jetzt müssten wir sogar mehr Münzen haben als Sternenteile auf unserem Konto. Wobei, das liegt doch daran, weil wir ja bereits einen Gourmet-Luma bezahlen mussten. Ne? Ja, aber die Münzen haben hier eigentlich relativ den gleichen Wert wie die... Schei... Oh Gott. Die Münzen haben, glaube ich, den gleichen Wert so ziemlich wie die Sternenteile. So, hier schnell durch. Und da oben sehe ich gerade die Kometenmünze. Stimmt, die habe ich auch noch gar nicht gesammelt gehabt. Aber die ist relativ easy mit einem Wandsprung, damit passt das. Rückwärtshalter Wandsprung und... Ja, easy going. Dieser Rückwärtshalter ist sowieso sehr nützlich in dem kompletten Spiel. Kann man immer gut gebrauchen und vor allem rettet in sehr vielen Situationen uns den Arsch. Ja, übrigens, ich kann natürlich von der Wii-Fernbedienung die Sounds leider nicht irgendwie ausblenden, denn ich müsste die Wii-Fernbedienung so weit weghalten und selbst dann würde man das hören. Eigentlich sollte mein Mikro relativ gut das abschirmen, aber das ist halt schon ein bisschen zu laut. Da kann ich leider nichts machen. Das heißt, ich hoffe natürlich, es stört euch über das komplette Let's Play nicht, dass ihr, ich sag mal, die Wii-Fernbedienung Sounds sehr laut hört. Gut, noch ein Checkpoint. Warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich wollte gerade sagen, ey, was ist das eigentlich? Ich klatsche einfach mal alles, was ich hier sehe. Hier ist eine Sackgasse. Bitte sag jetzt nicht, dass das so ein Labyrinthweg ist oder irgendwas ähnliches. Nee, ist es nicht. Ist einfach nur eine kleine Passage, wo man einfach alles von oben sieht. Hui, das war knapp. Aber ich muss sagen, die Galaxie selbst, die gefällt mir eigentlich relativ gut auch. Also bis jetzt war eigentlich keine dabei, wo ich sagen muss, ey, die ist halt so mittelmäßig. Bis jetzt fand ich jede gut.
natürlich, es gibt im späteren Verlauf sicher noch Galaxien, die ich nicht so mag, aber ja, allgemein sind die meisten eigentlich sehr gut. Ich finde sowieso, dass Galaxy 2 die besseren Galaxien hat als Galaxy 1. Und hier ist der Stern. Nein, komm, komm, komm. Okay, ich habe schon verstanden, was ich das... Achso, ich würde jetzt in so einem Kreislauf wahrscheinlich herumspringen und irgendwann würde ich den Stern nicht haben. Auch lustig. Zum Glück aber keine Ehrenrunde, wir haben es gleich direkt bekommen. Passt. Ja, das bedeutet, wir müssten jetzt eigentlich dann die erste Welt endlich abschließen können, denn das nächste müsste jetzt das erste Castle sein. Zumindest hat man das schon auf der Karte gesehen. Und Sorgen machen brauchen wir uns sowieso nicht, dass wir jetzt nicht genügend Sterne haben, denn wir haben bis jetzt alle gesammelt. Das sollte auf alle Fälle reichen. Natürlich, jetzt gehe ich direkt hin. Raumschiff Mario kann jetzt noch weiterfliegen. Bowser Juniors Flammenflotte. Fängt das gleich direkt mit Schiffen an, oder was? Flammenflotte, das hört sich ja wirklich an, als würde er gleich direkt mit Schiffen um die Ecke kommen. Cola Carambolos Buch, was Bauchringkur. Ich kann mir darunter jetzt gerade relativ wenig vorstellen, aber wir werden es gesehen. Ja, sieht auf alle Fälle interessant aus. Ja, oh, da. Okay, ich hab's gerade gesehen. Habt ihr's gesehen? Da ist die Kometenmünze gleich direkt. Auf dem Steinblock. Schön, dass man die gleich direkt im Übersichtstrailer sieht. Na, passt. Sieht auch alles ein bisschen eher verspielt aus. Ja, ist der Bowser Junior. Wir kennen ihn gut. Ist ja immer ein bisschen spielerisch eingestellt, der Kollege. So, mir kann ich den Kerl auch nie ernst nehmen. Es tut mir leid, aber Bowser Junior? Ich weiß nicht, also... Die Mini-Bowser habe ich dreimal, ich sag mal, eher ins Herz geschlossen als Bowser Junior. Ich finde es auch schade zum Beispiel, dass, dass die Mini-Bowser seit Mario Party 6, glaube ich, nie wieder in irgendeinem Spiel vorkam. Wenn nicht ganz, Mario Party 7 war das letzte. Und danach ist der Mini-Bowser irgendwie gestorben. Der kam wirklich in keinem Spiel mehr vor. Stattdessen müssen wir uns den Bowser Junior jedes Mal antun. Ich würde so feiern, wenn irgendwann der Mini-Bowser wieder mal zurückkommt. Bezweifle ich aber. Ich meine, jetzt aktuell ist es sowieso schlimm. Ich meine, ihr müsst nur gucken jetzt, wo Nintendo Switch Sports demnächst rauskommt. Ey, ich habe da letztens noch so ein Video gesehen. Möchte Nintendo die Miis mittlerweile loswerden? Und ganz ehrlich, auch ich habe mittlerweile dieses Gefühl, dass die Miis mittlerweile irgendwie am Sterben sind. Zumindest für Nintendo. Für jeden normalen User eher weniger. Das sieht man unter anderem zum Beispiel auch bei der Coconut Mall, jetzt bei dem Remake bei Mario Kart 8 Deluxe. Denn ursprünglich waren diesen Karts ja Miis drin, das eigene im Normalfall. Und da sitzt mittlerweile kein Mii mehr drin. Allgemein, die Miis, die tauchen nirgends mehr auf, groß. Deswegen, und es stirbt aktuell auch meine Hoffnung, dass irgendwann mal ein zweiter Teil von Tomodachi Life kommt. Ist auch so ein Spiel, was so wirklich lange überfällig ist. So, ich glaube, hier wird der Kampf stattfinden. Und damit dürfte ich auch recht haben. Also, Bowser Junior, was hast du für uns auf Lager? Bist du also wirklich so weit gekommen? Ich brauche Papas Hilfe, um mit dir fertig zu werden. Cola Carambolos, dein Abendessen ist fertig, aber denk dran, auf deinen Bauchringe aufzupassen. Okay, danke für den Hinweis. Bauchringe. So, jetzt müssen wir gucken, wie sieht der Kerl überhaupt aus? Oh shit. Okay, ich weiß schon, glaube ich, welche Bauchringe er meint, aber der Gegner ist nicht zu unterschätzen. Vor allem auf so einem kleinen Planeten mit so einem Drachen, ne? Übertreibe er komplett. Ich habe mal schon wieder Flashbacks an ein anderes Spiel. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an diesen Drachen aus Super Paper Mario. So, erster Ring. Nein, komm, nein, jetzt habe ich einmal verkackt. Ja, okay, er kommt. Ich wurde getroffen. Aber ist nicht schlimm. Ich habe 6 Leben. So, 3 Ringe habe ich ihm bereits abgezogen. Okay, und je nachdem, wie viele ich ihm abziehe, umso stärker wird er. Weg da. Och, Mann.
komm, bitte grab dich in den Boden rein. Einfach bitte, mach mir den Gefallen. Ja, hier ist er. Ui, 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 ui. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich bin gerade zu dämlich zum Treffer. Okay, ein Treffer mehr. Er hat aber jetzt, glaube ich, nochmal zwei Ringe, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich glaube, ja, mein Maxi-Pilz ist weg. Digga, der ist aber auch richtig schnell unterwegs, ey. Okay, noch ein Treffer, noch ein Treffer. Da ist der letzte Ring. Ist er down? Oder kommt noch irgendwas Neues? Ne, ich hab ihn. Aber mit dieser zweiten Phase hatte ich jetzt gerade richtig zu kämpfen. Ja, und die kommen auch wieder. Unsere Belohnung ist ein großer Stern. Ich weiß jetzt aber gar nicht, was bringen die nochmal? Wir werden es gleich sehen. Ach, stimmt. Ein Weltentor wurde geöffnet. Stimmt, das ist einfach nur unser Zugang zur nächsten Welt. Du hast einen großen Stern erhalten. Und das ist, und auch die siebte Kometenmütze. Na, passt. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich direkt wieder mit Weissagungen zugeschüttet, so ist es auch. Du hast es geschafft. Du hast einen großen Stern zurückgebracht. Großartig. Die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, die nächste Welt anzusteuern. Auf der Suche nach der dir kostbaren Person sind wir damit einen großen Schritt vorangekommen. Weiter geht's. Auf durch Raum und Zeit in eine noch unbekannte Welt. Übernimm du das Ruder, Steuermann. Ja. Erste Welt damit abgeschlossen. Zumindest jetzt mal. Und das ist die zweite Welt. Wow, sieh dir das mal an. Eine komplett neue Welt. Es gibt hier vermutlich eine Menge weiterer Powersterne. Volle Kraft voraus, du bestimmst den Kurs. Ja, es freut mich. By the way, man müsste jetzt jederzeit durch das Portal gleich direkt wieder zurückkommen. Genau. Jetzt wäre ich wieder in Welt 1. Es gibt dann noch später eine andere Möglichkeit. Oder kann ich das jetzt schon aktivieren? Nee, das ist das Ding. Okay, nee, geht noch nicht. Es müsste irgendwo dann später eine Funktion geben, dass wir direkt auf die Weltenkarte gehen können. Aber ich glaube, das ist jetzt in Welt 2 noch nicht möglich. Also, dass wir von Welt 1 auch mal in Welt X oder so skippen können, ihr wisst schon. Na gut. Puzzleplankengalaxie. Das Geheimnis des Bilderrätsels. Ja, wir sind natürlich mit den zwei Sternen, die wir jetzt haben, nicht zufrieden. Ne? Einer geht sich heute auf alle Fälle noch aus. Okay, und ich hatte gerade die Befürchtung, dass es sich ursprünglich um eine Wüstenmap handelt, aber ne. Sah nur von der Karte so aus. Es geht eher um Würfel. Deswegen heißt es doch Puzzleplankengalaxie. Allgemein so Würfelpuzzle und so weiter und so fort. Ich habe auch schon jetzt gerade bei der Karte gesehen, dieses eine Schiebepuzzle-Ding. Ich hoffe, warte mal, war da oben jetzt irgendwas? Ja, okay, so ein Block. Aber sonst nichts. Ne. Da oben wäre noch so ein Schild mit einer Erklärung gewesen, aber okay. Brauche ich jetzt nicht wirklich und ich... Lol, ich habe gleich direkt den Sternring erwischt. Was ist trotzdem in den anderen drin? Ich will es austesten. Okay, auch wenn es nur ein paar Sternteile sind. Sicher ist sicher. Genau wegen sowas. Warte mal, was ist das nochmal für eine Musik? Warum frage ich eigentlich? Das müsste Super Mario World sein. Verdammt, ich habe es nicht geschafft. Ja, die Wiggles waren gerade ein bisschen im Weg. So, jetzt habe ich den einen Schalter leider auch vergessen, gerade umzulegen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Ja, und ich sehe schon das große Hindernis an dieser Map. Ich hab's. Nein, komm, hier so ein Luma. Warte mal, ich habe gerade nur 4 Münzen. Wie viel braucht der? Ich bin so hungrig. Gibst du mir 70 Münzen? Woher soll ich 70 Münzen auf einmal herkriegen?
Da muss ich irgendwas verpasst haben. Wobei, nee, Blödsinn, Blödsinn. Da war ja eine Röhre gerade irgendwo. Genau da hinten. Wird wahrscheinlich wieder so ein Münzminispiel drin sein. Ja, so ist es. Ist es jetzt in jeder Welt so gleich direkt, dass da irgendwie ein versteckter Stern ist? Ich hoffe nicht. Und irgendwie lasse ich gerade die Hälfte der Münzen liegen, scheiß. Ja, es ist nicht gut gewesen. Jo, ich hätte vielleicht angenommen, dass da wahrscheinlich noch ein paar mehr Münzen gekommen werden, aber ne. Das wird leider jetzt nicht mehr funktionieren, denn... ich habe verkackt. Offensichtlich. Oder, warte mal, was ist hier? Okay, auch noch ein paar Münzen, ne? Aber nur eine Handvoll und das wird leider nicht reicher. Ne, 54. Gut, das bedeutet, dieser Stern kommt auf die Liste der Vergessenen, sage ich jetzt mal. Müssen wir vielleicht, wenn es sich heute noch rausgeht, dann später machen. Also gleich direkt danach. Wir gehen erstmal weiter. Kometenmünze war bis jetzt noch nicht in Sicht. Ach, da vorne. Oh nein, ich weiß, was ich hier die Kettensäge. Fuck. Jetzt aber schnell. Aha, ich hab's befürchtet. Okay, aber ich hab sie. Alles gut. Solche Level mit diesen Kettensägen mag ich aber eigentlich immer sehr gerne. Vor allem, wenn man doch immer aufpassen muss, wo die hingehen. Und natürlich sollte ich mir... Nein! Bitte nicht, Alter, ich lieb noch... Ich weiß aber nicht, wie. Die Hitbox war so schmal, wo ich mich da gerade noch festhalten konnte. Oder festhalten ist das falsche Wort. Ich hatte gerade einfach nur Glück, dass ich durch eine unsichtbare Wand einfach abgehalten wurde, dass ich nicht runterfalle. Und ich mache da gerade einen großen Fehler, denn der treibt jetzt gleich runter! Also die Galaxie löst sich gerade ein bisschen auf, kann man sagen. Was ist hier? Sternring. Schnell weg. Na passt, okay, hier haben wir einen Checkpoint. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich auf dieses Schiebepuzzle, oder? Ja, so ist es. Muss ich kurz mal gucken. Okay, es ist nicht so schwierig, ich sehe schon, wie es geht. Hä? Wait, what? Ich schnall's jetzt gerade irgendwie nicht. Ach so, okay. Die sind markiert speziell. Ich muss sie von der Seite anschlagen, nicht einfach nur drauf. Okay, das macht Sinn eigentlich. Ja. Das ist Puzzle sogar relativ einfach, muss man sagen. Ich meine, da, wo halt die Stampfattack-Symbole drauf sind, die musst du einfach verschieben. Fertig. Und wenn es nicht geht, kommt vorher irgendein anderes. Ja. Ich bin aber froh, dass es kein richtiger Schiebepuzzle ist. Ich bin nämlich in Schiebepuzzles so richtig schlecht. Ich finde es auch krass, wie Leute teilweise diese Zauberwürfel heutzutage noch machen. Also ich kenne tatsächlich jemanden, der so einen Zauberwürfel wirklich innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten ohne Probleme schafft. Aber ich frage mich jedes Mal, wie kann man sich dieses System merken? Ja, und hier werden wir durch so einen komischen Käfer wieder mal verfolgt. Auch den kenne ich noch gut. Ja, und der wird jetzt ein bisschen sold. Ich habe nicht gerade sein Kind getötet. Sorry, Bro, aber... muss ich leider. Und er selbst ist jetzt auch down. Na passt. War ein relativ einfacher Stern. Also der Weg her natürlich eher weniger. Der war schon herausfordernd, aber der Kampf war jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich den Weg hier wert. Na passt. Ich dachte gerade, wir wären schon wieder irgendwo anders. Dabei sind wir in einer anderen Welt. Das heißt, der Hintergrund ist auch anders. Na gut. 13. Stern. 8. Kometenmünze. Und 500 Münzen mittlerweile und... ja, es geht weiter. Wir könnten jetzt schon in die nächsten zwei Galaxien. Während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau dir das mal an. Hast du diesen Tod gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Post und Brief vor sich hin. Ja, es ist dieser Postbote-Tod. Geh mal rüber und sprich ihn an. Dann hat das Gemurmel endlich ein Ende. Ja, schön, dass auch der wieder mit am Start ist. Ja, Postbote-Tod, der gibt uns ab und zu mal, ich sag mal, Nachrichten, die ab und zu nützlich sind, ab und zu, aber ja, irgendwie immer nur das Gleiche.
Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part. 3 Sterne haben wir geholt und beim nächsten Mal werden es dann hoffentlich wieder ein paar mehr werden. Ich meine, so ein 4. in der Folge wäre auch schon ganz nice, deswegen schauen wir mal. Leute, bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, Leute.